So Leute, und damit herzlich willkommen hier zur ersten Folge von Super Mario Odyssey. Mein zweites Nintendo Switch Let's Play jetzt, glaube ich. Ja, ich habe mein ganzes Setup jetzt hier weitestgehend aufgebaut und ich würde sagen, wir starten natürlich direkt hier ins Game. Ich freue mich mega drauf, ich habe es mir jetzt endlich geholt. Und ja, wir starten erstmal einfach rein. Im Himmel über dem Pilzpalast. Treffer. Und das obligatorische Mario von Peach natürlich. Zeit für meine Hochzeit mit Peach. Bist du etwa eifersüchtig, Mario? Man muss aber zugeben, Bowser hat schon echt Stil. Ich meine, gönnt euch mal dieses Luftschiff, das ist einfach riesig. Das ist richtig, richtig, richtig riesig. Sieht zwar irgendwie kacke aus, so wie es geschmückt ist. Aber es ist schon riesig. Und zu einer Hochzeit passt es auch einigermaßen. Und wer war das? Das war, glaube ich, Cappy, oder? Das werden wir vermutlich jetzt sehen. So, mit dem rechten Stick können wir uns hier ein bisschen umsehen. Und mit B können wir dann aufspringen. Und ja, ich kenne die Steuerung schon so ein bisschen, weil ich halt das Game schon ein bisschen echt angezockt habe. Also es ist echt fast alles blind. Mario hat altbekannte Moves wie den Triple Jump oder diesen Rückwärtssprung. Wer ist jetzt da? Ist er? Keine Ahnung, ich muss mich noch so ein bisschen in die Steuerung einkriegen. Bis sich das hier alles so richtig drauf hat. Außerdem cool finde ich, der hat hier so einen komischen Spin drauf. Den habe ich noch tatsächlich bei keinem anderen YouTuber gesehen. Also es kann sein, dass es schon gezeigt wurde. Ich habe es jetzt persönlich noch nicht gesehen. Ich habe mich auch generell halt kaum spoilern lassen. Aber ich würde sagen, wir folgen jetzt einfach mal so ein bisschen der Story. Beziehungsweise hier unserem kleinen Freund Cappy. Und hier scheint ein Dorfbewohner zu sein. Wer bist du? Bist du einer von denen? Ja, sieht auf jeden Fall alles sehr zerstört hier aus. Wahrscheinlich war Bowser auch hier. Tut mir leid, dass ich abgehauen bin. Ich bin etwas schreckhaft. Ich habe gesehen, was vorhin passiert ist. Ist alles gut bei dir? Du bist hier im Hutland. Wir wurden gerade vom selben Ungeheuer angegriffen, das dir so übel mitgespielt hat. Das Schlimmste ist aber, dass es meine kleine Schwester entführt hat. Also die Krone von Peach. Ach stimmt, die hat ja auch so Augen. Ich wollte eigentlich ein Schiff klar machen und diesem Ungeheuer hinterher. Aber unsere gesamte Flotte wurde während des Angriffs vernichtet. Ich meine, wir sollten im benachbarten Land noch ein Schiff finden. Von der Spitze des Hutums komme ich da bestimmt hin, aber die Schergen des Ungeheuers versperren den Weg. Hm, wir kämpfen für dieselbe Sache, nicht? Wir sollten uns zusammentun. Mal sehen, ob wir meine Schwester und Prinzessin Peach aus der Klemme helfen können. Ja gut. Das passt jetzt nicht ganz so gut. Nicht so dein Stil. Wie wär's hiermit? Ah ja, jetzt seht ihr zur originalen Cappy, also zur vernünftigen. Da sehen wir auch gleich, Mario hat natürlich direkt hier seine Moves drauf. Cappy ist jetzt sein Begleiter. Okay, und jetzt können wir uns ja auch schon in dieser Open World
Welt bewegen, die finde ich sehr, sehr schön designt ist. Sehr, sehr viele Details. Und auch die Musik ist richtig geil. So, ich würde sagen, vielleicht schauen wir uns hier erstmal ein bisschen um. Was gibt's denn hier? Sind da vorne Geister oder was ist das für ein Schild? Oder ist es der Tod, wenn du da reinspringst? Das kann natürlich auch sein. Und Leute, schreibt auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare, seid ihr für ein Uncut Let's Play oder ein gecuttetes Let's Play? Und was mich auf jeden Fall auch interessieren würde, seid ihr für 100% oder soll ich erst die Story durchspielen und dann die 100% machen? Schreibt es wie gesagt alles gerne in die Kommentare, damit ich das weiß. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir so ein bisschen an. Oh cool, hier können wir sogar die Lampen anmachen. Und hier kriegen wir nochmal ein bisschen Coins. Coins nehmen wir natürlich gerne mit, denn dafür können wir uns in den Crazy Cap Stores fancy Outfits holen. Ich habe ja schon mal sogar die Gamescom-Demo testen können. Da habe ich das auch schon alles so ein bisschen gesehen. Und ja, wie gesagt, diesen Bereich hier habe ich auch schon einmal gespielt. So, zack. Hier haben wir die Plakate runter. Und indem man die Mütze wirft und danach Y gedrückt hält, bleibt die so am Schwingen. Das hat zwei Vorteile. Zum einen macht sie dann durchgehenden Damage, hier zum Beispiel in den Kisten, sodass wir freien Zugriff auf die ganzen Münzen dahinter haben. Das kann man auch nochmal hier machen. Also man hat einfach so einen Dauerwirbler am Start. Und zum anderen kann man dann den Move hier machen. Ich zeige ihn euch mal. Ich muss mich, wie gesagt, noch ein bisschen in die Steuerung gewöhnen. Aber theoretisch könnte man jetzt Cappy da hinwerfen und da selber dann noch drauf springen. Wie gesagt, ich bin kacke in der Steuerung. Ich muss mich erst dran gewöhnen. Und spätestens, wenn wir dann verschiedene Monde sammeln wollen, werden wir die Steuerung wohl auf jeden Fall noch üben müssen. Denn ich habe mir schon aus einigen Reviews sagen lassen, dass man an manche Monde echt nur mit der erweiterten Steuerung bzw. mit den Skills von Mario rankommt. Es gibt auch irgendeinen Hechtsprung, aber da weiß ich noch nicht ganz, wie das funktioniert. Das muss ich wohl nochmal dann schauen. Ich weiß nicht, bringt das was, hier die Lampen anzumachen? Geil, ich mach's einfach mal. Und wen haben wir hier oben? Willkommen in Zylindrien, dem ganzen Stolz des Hutzlands. Alter, ich kann ja heute echt nicht lesen. Soll ich dir was über die Anleitung erzählen? Nee, eigentlich nicht. Die Anleitung brauchen wir jetzt nicht. Sei vorsichtig da draußen. Okay. Bims ich. Gibt's hier noch irgendwie Coins oder so, die wir hier einsacken können? Hier sind auf jeden Fall noch ein paar Leute, die hier am Rumgammeln sind. Und hier kann man noch runter. Sind wahrscheinlich nochmal Coins, ne? Oh, hier ist sogar so ein kleiner Secret Room. So, ich würde sagen, im ersten Part werden wir jetzt hier erstmal auch ein bisschen erkunden. Und dann je nachdem, wie ihr in den Kommentaren eure Meinungen preisgibt, wofür ihr seid, Uncut etc. Wenn ich dran denke, packe ich jetzt auch nochmal hier oben ins i rein. Wollt ihr jetzt Uncut, nicht Uncut und 100% oder nicht 100%? Denn eure Meinung ist hier gefragt. Das Let's Play ist ja mit für euch und mir macht auf jeden Fall davon alles Bock. Also mir würde davon alles Bock machen und von daher bietet sich das dann ja an. So, hier unten, das kenne ich auch schon, hier wird jetzt so Wasser auch noch rauskommen. Yep, so ein kleiner Teich. Und hinter diesen Plakaten befinden sich auch nochmal ab und zu ein paar Münzen. Und die Knospen hier vorne kennt man unter anderem auch schon aus dem Trailer. Wenn man seine Mütze davor wirft, dann werden daraus so Blumen. Und wenn man das auf beiden Seiten macht, dann kriegt man hier so ein Herz. Da ich jetzt aber noch volle Leben habe, bringt uns das nichts. So, und wer bist du? Die Handlanger des Ungeheuers kann ich von hier aus sehen. Aber ich kann nur tatenlos umherschweben und zusehen. Ja, das war jetzt irgendwie doppelt gemoppelt. So, zack, machen wir hier nochmal die komischen Container weg. Und natürlich gibt es auch die obligatorische Stampfattacke. Batz. Oh, da waren ein paar Vögel drin. So, und jetzt? Oh, jetzt habe ich irgendeine Brücke ausgefahren. Kann ich hier auch wieder einfahren? Nee, leider nicht. Okay, schade. Kann ich hier noch das Licht anmachen? Nö. Okay, ich würde sagen, dann gehen wir einfach mal rüber. Und hier sind die ersten Gegner, die Goombas.
Hier, die kann ich mit einem Easy Cap Swing Bruh weghauen. Jetzt wurde ich trotzdem erwischt, Alter. Ich bin ja auch unfähig. Okay, was gibt's hier? Vielleicht nochmal ein Leben. Das wäre ganz gut. Damit ich hier wieder voll live bin. Ja, sehr schön. Hier haben wir noch einige Plakate. Gibt es dahinter vielleicht nochmal Münzen? Hallo? Nö, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal durch die Tür. Was erwartet uns hier hinter? Erstmal eine coole Musik. Ich feiere die Musik. Und nochmal einige mehr von diesen Blöcken. Hier konnten wir auf jeden Fall ordentlich Coins draus getten. Ach, hier haben wir auch nochmal so einen Coin. Block. Oh, den habe ich jetzt aber gewastet. So, und hier haben wir Frösche. Da sollen wir gleich Cappy drauf werfen und dann können wir deren Kontrolle übernehmen, was ja auch eigentlich die meisten wissen sollten. Zumindest aus den Trailern oder, ja, wenn ihr es nicht wisst, dann lebt ihr einfach hinterm Mond. Ich würde sagen, auf die Plätze, fertig und kapern wir diesen Frosch. Oder auch nicht. So. Ich finde das richtig geil, wie Nintendo es gemacht hat mit den Joy-Cons. Diese Vibrationen und so, die sind richtig genau und die fühlen sich richtig fein an. Richtig, richtig nice auf jeden Fall. Ich spiele nämlich hier einfach mit den Joy-Cons in der Hand, weil das einfach meiner Meinung nach die beste Steuerung für Super Mario Odyssey ist. Würde ich, glaube ich, sogar den Pro-Controller vorziehen. So. Okay, jetzt sind wir so ein Frosch. Seine Eigenschaften sind, wir können hochspringen, wir können sprinten und wir können so einen Deluxe-Jump machen. Also wir können einfach extrem hoch damit springen. Zack, somit kommen wir unter anderem hier hoch. Hier ist so ein ganz kleines Secret mit ein paar Coins, aber die nehmen wir da natürlich gerne mit. Also ich meine, warum sollte ich sie hier liegen lassen? Und dann können wir einfach direkt hier weitergehen, die Story entlang. Zack, sammeln wir hier einmal die Münzen ein. Und hüppeln einfach hier zum Sieg. So, wen haben wir denn hier? Goombas. Ganz kleine gelbe Goombas. Die sind deutlich kleiner als die normalen. Oh, und da waren Münzen drauf hier auf dem Ding. Okay, Invisible Coins. Ist hier irgendwas? Ach, hier sind auch noch diese Ringe. Jetzt noch hier eben die Blöcke abchecken. Könnt ihr überall noch ein bisschen was an Coins zu finden sein. Und auch hier die Goombas nehmen wir natürlich wieder mit. Platsch. Zack, zack. Ganz easy. Einfach drauf springen. Ganz klassisch. Jetzt nehmen wir hier noch die Blöcke mit. Okay, ein Herz. Bringt einfach wieder Münzen ein paar. Weiß gar nicht, 4 oder 5, glaube ich. Und dann sind wir auch schon wieder fast am Ende. Hier haben wir auf jeden Fall noch eine Schatzkiste. Aber ansonsten sehe ich nichts. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder in die normale Formation von Mario. Hier haben wir nochmal so ein Königsherz. Dadurch kriegen wir 3 extra Herzen. Und ich weiß gar nicht, ist hier noch was? Nö. Okay. Zack. Ab durch die Tür in den nächsten Bereich. Oh, hier sind wir schon am Hutturm. Und da oben sollen ja die ersten Schergen von Bowser sein. Dieses Ungeheuer hat alles zerstört. Manche Tage laufen eben nur so lala. Hut auf und durch. Kannst du uns nicht irgendwie helfen? Ich werde es probieren. Ich kann hier Licht anschalten. Hilft das? Reicht das? Krieg ich dafür einen Orden? Einen Preis? Nein? Okay. Dann machen wir nochmal diesen Kasten kaputt. Die Lampe. Pass bitte auf. Also hier geht es wahrscheinlich direkt dann nach oben. Allerdings, das habe ich schon beim ersten Mal laufen gesehen, haben wir hier eine Tür und ich habe keine Ahnung,
wie wir zu der Tür kommen sollen. Werden die Trümmer irgendwann weggeräumt? Weil man kann die hier nicht wegräumen. Ich habe jetzt auch genau bis hierhin habe ich das schon gespielt und auf der Gamescom noch ein bisschen die New Donk City Demo. Und ich finde auch zum Beispiel die Details, dass Mario so verrußt ist, extrem geil. Aber sonst gibt es hier, glaube ich, soweit ich weiß, nichts mehr zu entdecken. Und dann würde ich sagen, ab zum ersten kleinen Bossfight. Auf dem Weg können wir nochmal Coins einsammeln. Und hier können wir auch nochmal auf die ganzen Lampen einmal den Hut drauf werfen. Kriegen wir auch nochmal Coins. Und da sehen wir schon, die Hasenbande, ebenfalls aus dem Trailer bekannt, befindet sich hier oben auf dem Hutturm. Und ich denke mal nicht, dass sie hier irgendwie Freundschaften schließen wollen. So, damit hätten wir alle Coins. Und ich würde sagen, auf die Plätze, fertig, los! Der lange Typ, der ist einfach richtig nice. Der Chef hatte recht, als er sagte, ein schnurrbärtiger Geselle würde sich in unsere Vorbereitung einmischen. Wir sollten uns wohl mal vorstellen. Man nennt uns die Brudels, unseres Zeichens Hochzeitsplaner des glücklichen Paares Bowser und Peach. Wir haben den Schatz, den wir wollten. Wir können also weiterziehen. Vorher müssen wir allerdings noch diese Störenfriede aus dem Weg räumen. Alles klar. Okay. Könntest du bitte abhauen? Hau ab. Da kriegst du halt meinen Hut in your face. Aber man muss doch locker hier die Hüte kapern oder so, oder? Oder den? Ihn kapern? Oder kann man ihn jetzt einfach angreifen? Okay, die Hüte muss man nicht kapern. Okay, einfach eine Stampfattacke. Okay. So, die Grünen können jetzt mal irgendwie hier rumhuscheln. Zack, zack, zack. Okay, da war er auch drunter. Den können wir direkt hier wieder eine Combo geben. Zack. Und da ist er schon besiegt. Okay, der Boss war wirklich sehr, sehr einfach. Den hätte ich mir etwas schwieriger gewünscht. Aber es war ja auch nur wirklich der erste Einleitungsboss. Also von daher... Oh, und hier haben wir direkt... eine Elektroleine zur nächsten Stadt. Beeindruckend. Jetzt kommen wir mit Hilfe der Leitung weiter. Ist das da hinten New Donk City? Oder wohin werden wir jetzt kommen? Los geht's. So, wir machen hier mal ein bisschen Speed, indem wir die Joy-Con schütteln. Super Mario Odyssey. Damit haben wir jetzt wohl offiziell den das Tutorial abgeschlossen. Und tatsächlich war ich hier noch nicht. Es ist also jetzt komplett blind, Leute. Oh, wir kommen in das Kaskadenland. Die Fossilfälle. Mein absolutes Lieblingsland. Ich meine, es ist... Da ist ein fucking T-Rex. Und da ist ein Triceratops-Skelett. Allein schon, weil ich Ark-Fan bin, ist dieses Land einfach wunderschön. Und es sieht auch einfach wunderschön aus. Oh, hier hinter ist direkt auch noch ein Skelett. Oh, so nice. Oh, so toll ist das. Unser erster Power-Mond. Es sieht einfach nur hart geil aus. Was für ein Trip. Aber hey, wir haben es in einem Stück ins Kaskadenland geschafft. Ich bin auch ganz elektrisiert vom Kapern der Stromleitung. Abgedrehtes Gefühl. In dieser Gegend soll sich ein altes Luftschiff befinden. Los, suchen wir es. Was ich mich gerade frage, warum führt in so eine Gegend eine Elektroleitung? Also so ein Strommast. Haben wir oben was? Handsalto, als ob. Yo! Ist ja geil. Alles klar. Okay, Checkpoint aktiviert und och Mann. Die Musik und das Skelett, es ist einfach amazing. Amazing Ingredients. Zack, machen wir erstmal eine Wolkenplattform. Können wir hier oben die Münzen einsammeln. Oh, ein Goomba! Ist ein 16-Bit-Goomba, oder? Hier eingemeißelt. Alter. Wie geil ist das denn? Oh, dahinter wird wahrscheinlich was sein. Was haben wir hier? Nichts? Hä? Hallo? Da steht irgendwie nichts. Alles klar. Dann haben wir noch ein paar Steine. Komische Gegner. Was macht ihr denn da?
Und ein Kettenhund. Den kann man auch kapern. Und ich bin natürlich unfähig und verliere direkt ein Leben. Aber mit dem können wir wahrscheinlich da unseren Mond freischlagen, ne? So, jetzt bin ich aber erstmal gespannt. Ich möchte natürlich auch die anderen Sachen freischlagen. Da ist nämlich auch wieder irgendwas eingemeißelt in diesen Stein. Also weg damit. Okay, nur eine Münze. So, dann machen wir direkt hier noch. Ich würde sagen, wir machen einfach mal hier alle Steine. Da haben wir auch nochmal ein paar Coins bekommen, alles klar. Sammeln wir die, können wir die mit dem einsammeln? Jo, können wir, das ist ja mega funny. Funny. Ist ja richtig funny frisch hier. Okay. Und was ist diese Bank da? Die haben mich auch nochmal gleich dagegen. Zack, machen wir noch, da noch den Goomba weg. Und noch den Stein. Damit wir wirklich alles weg haben, nicht dass wir noch was übersehen. Und wozu ist dieser Bankdingens da? Okay, der prallt so ein bisschen davon ab. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal den Mond. Hallo Mond. Ein Mond für dich. Unser erster Powermond. Und ich würde sagen, das ist eine ziemlich gute Stelle, um die Folge hier zu beenden. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, drückt den Daumen nach oben. Schreibt Verbesserungsvorschläge in die Kommentare und wir sehen uns dann das nächste Mal, vielleicht schon beim zweiten Bosskampf. Ciao.